Willkommen, Heinrich. Ich könnte einen Happen vertragen. Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Hauptmann Bernhard schickt mich. Was genau ist bei dem Überfall passiert? Diese dreckigen Halsabschneider schlugen meinen Mann, stahlen all unser Essen und verschwanden dann wieder. Wertloses Pack. Armer Lumir. Er wollte sie nicht davonkommen lassen, also hat er sie bis zum Wald verfolgt. Aber sie griffen ihn an und nun fürchte ich, er wird den Morgen nicht erleben. Weißt du, wohin sie geflohen sind? Den Weg entlang, geradewegs in den Wald. Mein Mann verfolgte sie und stellte sie an der alten Jagdhütte. Hat einen mit der Sichel erwischt. Der Bastard hat geblutet wie ein abgestochenes Schwein. Genug, um eine brauchbare Spur zu hinterlassen? Vielleicht, wer weiß. Ich hoffe, dieser Abschaum brennt jetzt in der Hölle. Was waren das für welche? Wie verlauste Dreckshunde natürlich. Das meinte ich nicht. Nein, entschuldige. Sie waren keine normalen Banditen, sondern fein gekleidet und sprachen von einem Herrn namens Wolflin. Das dachte ich mir. Kann ich irgendwie helfen? Deinem Mann meine ich. Ich fürchte, nur der Allmächtige kann ihm jetzt noch helfen. Obwohl, es gibt da etwas, das du tun könntest. Ich muss regelmäßig Lumirs Verband wechseln, aber habe kein reines Leinen mehr. Und ich kann ihn nicht allein lassen. Mal sehen, was ich habe. Gott segne dich! Gott segne dich! Danke! Vielen Dank! Ich werde gleich seinen Verband wechseln. Und hier hast du ein paar Groschen für die Mühe. Ich habe nichts als ein paar Groschen übrig, die ich am Fluss vergraben hatte. Aber diese Banditen haben sie nicht gefunden. Hier, nimm nur. Nein, du brauchst sie mehr als ich. Dir wurde alles genommen.
Nicht alles. Und du hast meinen Mann gerettet. Nimm schon. Also gut. Danke. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Ich könnte einen Happen vertragen. Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Hier wurde er entlanggezogen. Was machst du da? Warum fragst du? Kann man nicht mal im Wald spazieren, ohne belästigt zu werden? Ich frage, weil ich hier der Wildhüter bin und in diesem Wald nach Wilderern Ausschau halte. Nun, ich wildere ganz sicher nicht. Dann macht es dir wohl nichts aus, wenn ich einen Blick auf deine Dinge werfe. Natürlich nicht. Schau ruhig nach. In Ordnung. Nichts Verdächtiges hier. Du kannst gehen, guter Mann. Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Er hat mehr Blut. Ich komme näher. Blut. Hier bin ich richtig. Hier muss ich lang. Sieht aus wie Blut. Er hat stark geblutet. Der wird leicht zu finden sein. Blut. Hier bin ich richtig. Hier muss ich lang.
Sieht aus wie Blut. Er hat stark geblutet. Der wird leicht zu finden sein. Hier muss ich lang. Oh Gott, tut mir der Magen weh.
Hauptmann Bernhard schickt mich. Es geht um den Überfall. Tja, also sie kamen, bedienten sich und ritten wieder davon. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Wir versuchen, sie aufzuspüren. Jedes Detail, an das du dich erinnerst, könnte helfen. Was willst du wissen? Wie viele waren es? 2 oder 3. Ich bin noch ganz durcheinander. Wo sind sie hin? Ich weiß nicht genau. Mein Mann sagte, ich soll drinnen bleiben. Ich habe sie nur durchs Fenster gesehen. Dein Mann war also draußen? Ja, er wollte mit ihnen sprechen. Was haben sie gestohlen? Nicht viel. Wir haben fast nichts und das habe ich ihnen auch gesagt, als sie hier aufgekreuzt sind. Du willst mir also weismachen, sie kamen her? Du hast ihnen gesagt, hier gibt's nichts zu holen und sie ritten einfach so wieder davon? Mehr oder minder. Aber gerade eben sagtest du noch, du warst die ganze Zeit drin. Ah, ja, irgendwie schon. Warst du nun drin oder draußen? Hast du sie gesprochen oder nicht? Nun, wie gesagt, ich bin durcheinander. Weiß nicht mehr viel. Ich weiß nicht, was hier passiert ist, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass du mir nicht alles sagst. Nein, es ist nur das... Alles ist so schnell passiert. Ich bin durcheinander. Ich bin derjenige, der durcheinander ist. Lass mich eins klarstellen. Herr Wolflin, Baron von Kamberg, führt diese Banditen an. Er ist kein gewöhnlicher Gesetzloser. Wenn wir ihn nicht schnappen, bricht die Hölle los. Also rede endlich, egal was hier vorgefallen ist. Herrgott, warum lässt du mich nicht in Ruhe? Was ist wirklich hier vorgefallen? Versprich mir erst, dass du sie erledigst. Genau deshalb bin ich hier. Sie kamen vor ein paar Tagen, haben ein Schwein und einen Sack Äpfel mitgenommen. Einer von ihnen hatte ein verletztes Bein, also bot ich an, es zu versorgen. Warum hilfst du Halsabschneidern? Sie verhielten sich nicht aggressiv und ich dachte, ich halte sie lieber bei Laune. Wenigstens ließen sie mir ein paar Äpfel da. Weiter? Was ist dann passiert? Sie ritten davon und ich betete, dass sie wegbleiben würden. Aber sie kamen am selben Abend wieder. Einer von ihnen war verletzt und sie wollten, dass ich ihn mir ansehe. Sie bezahlten mich und führten mich zu ihrem Lager. Und am Morgen war ich wieder hier. Du weißt, wo sie lagern? Ich möchte, dass du mich hinführst. Ich gehe nicht zu ihrem Lager. Aber ich weiß, von wo aus du es gut sehen kannst. Das reicht mir aus. Weiter gehe ich nicht. Wenn sie mich sehen, bin ich erledigt. Das Lager liegt in dieser Richtung. Danke. Keine Sorge. Wir kümmern uns um sie. Ich bete dafür. Ich habe sie wohl gefunden. Ich sollte zu Hauptmann Berner zurückkehren. Was ist hier los? Ich muss etwas essen. Meine Eingeweide ziehen sich schon zusammen.
Willkommen, Heinrich. Oh, pass doch auf, du Flegel. Du hättest mich fast umgebracht. Wie geht es dir, Heinrich? Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Ich weiß, wo das Lager ist. Ah, gut zu hören. Ist es weit? Nicht wirklich. Wie viele Männer waren da? Nicht mehr als 5. Nicht mehr als 5? Dann muss er gegen Milota einige Männer verloren haben. Nun, bringen wir es zu Ende. Wolflin von Camberg wird noch heute in Ratei hängen. Ja, so soll es sein, Hauptmann. Aber nicht übermütig werden. Gefechte im Wald sind heimtückisch. Wer weiß, was der Bastard für Trümpfe im Ärmel hat. Wie dem auch sei, ich versammle die Männer und du führst uns zum Lager. In Ordnung, ich bin bereit. Vorwärts! Wolflin von Camberg, für deine Verbrechen gegen Herrn Milota von Olesna und Herrn Hanusch von Leipa wurdest du zum Geächteten erklärt. Legst du deine Waffen freiwillig nieder und nimmst deine gerechte Strafe durch Herrn Hanusch an oder leistest du Widerstand? Eine schwierige Entscheidung, Vetter. Was sagt ihr, Männer? Du willst dich also widersetzen? Ich wollte ja nicht, aber die Jungs haben mich überredet. Zeitverschwendung, Hauptmann. Dieser Lump besitzt die Ehre eines einfältigen Straßendiebs. Diese Schweine haben Vitus und Cyril abgeschlachtet. Sie müssen dafür bezahlen. Was sagt ihr, Männer? Herr Verdacht. Auge um Auge. Los, auf sie! Angriff! Für Herrn Hanusch! Kämpfen. Wir müssen sie brauchen.
Willkommen, Heinrich. Wie geht es dir, Heinrich? Der Sieg ist unser, Hauptmann. Preiset den Herrn. Wir sind keine leichten Gegner. Hallo, du Heinrich. Und Herr Hans, ihr habt gut gekämpft. Was jetzt? Wir ziehen zurück zur Burg. Reite du vor und berichte Herrn Hanusch, was passiert ist. Ja, Hauptmann. Hey, pass auf. Dich merke ich mir.
Gott schütze dich, Heinrich. Grüß dich, Heinrich. Hey, Heinrich kommt uns Dich merke ich mir. Willkommen, Heinrich. Hallo, Heinrich. Gott sei mit dir, Heinrich. Heinrich, du kommst gerade recht. Ich benötige deine Hilfe. Worum geht es, Herr? Ach, des Erzbischofs Vikars nach Uschitzer gekommen. Mir ist nicht gewahr, warum genau, aber Gerüchten zufolge ist er auf der Suche nach Ketzern, was offen gesagt für mich noch nie etwas Gutes bedeutet hat. Verzeih, Herr, aber mit kirchlichen Ämtern kenne ich mich nicht aus. Was genau tut ein Vikar? Muss dir nicht peinlich sein. Die Kirchenhierarchie ist das reinste Teufelswerk. Vikar ist die Kurzform für Vicarius. Es bedeutet Stellvertreter. Er darf uneingeschränkt im Namen seines Vorgesetzten handeln. Verstehe. In diesem Fall ist der Vorgesetzte bedauerlicherweise Erzbischof Spinko Hase von Hasenburg. Und was soll ich mit ihm machen? Finde zuerst heraus, weshalb er wirklich hier ist. Womöglich jagt er tatsächlich Ketzer, und das wäre gar nicht gut. Es ist aber gleichsam möglich, dass er mein Anwesen inspizieren will, was noch schlimmer wäre. Ich verstehe. Und was weiter? Das Beste für mich und alle anderen wäre, wenn er seine Sachen packen und nach Prag zurückkehren würde. Und wie soll ich ihn dazu ermutigen? Ich kann ihn nicht einfach verjagen. Aber wenn du ihn davon überzeugen könntest, dass es hier nichts zu finden gibt, wäre er im Nu auf und davon. Sag ihm, ich habe dich geschickt, um ihm zu assistieren. Ich verstehe. Ich soll ihm also dabei helfen, nichts zu finden. Ganz recht. Ich werde mich sogleich darum kümmern. Viel Glück, Junge. Und sei vorsichtig. Geistliche sind hinterlistige Wiesel. Ich werde mich vorsehen, Herr Hanusch. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Ich bringe Kunde aus dem Lager, Herr. Sprich.
Ein Gefecht ließ sich leider nicht vermeiden. Wo ist Hans? Ich hoffe doch nicht. Keine Sorge, mein Herr. Herr Capon ist gesund und munter. Herr Capon ist mit Feiern beschäftigt. Ihr hattet also Erfolg. Wolfin ist tot und seine Männer sind geflohen. Hauptmann Bernhard und die anderen machen jetzt im Wald Jagd auf sie. Das sind gute Neuigkeiten. Tja, nach allem, was die letzte Zeit passiert ist, bin ich froh, dass mal etwas gut ausgegangen ist. Ich ebenso, Herr. Und du verdienst eine Belohnung für deine Taten. Hab Dank, Herr.